Gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt, beginnt er den Wahlkampf bei den Urlaubern. Spätsommerliche Einstimmung auf die harten Wochen vor der Abstimmung. Im Lufttaxi lässt sich Walter Scheel gern noch anregen durch politische Diskussionen mit dem Journalistentross. Aber Tipps für Tricks braucht ihm niemand zu geben. Er hat ein umgängliches Konzept für ein festes Ziel, mit Argumenten und Ironie die Große Koalition unmöglich zu machen. Gleich auf der ersten Station der Inseltournee, im Familienbad Borkum, zeigt sich, dass auch ohne viel Reklamerummel vorher Parteienwerbung mit Urlaubsstimmung multipliziert einen saloppen Auftritt vor 200-300 Wählern ergeben kann. Wir leben ja in einer Parteienstruktur, die Koalition nötig macht. Ich halte es auch für gut. Die Friedfertigkeit zwischen Sandburgen und Strandkörben bewirkt, dass man Scheel zwar ausreden, aber eben nicht nur reden lässt. Man stellt auch unbequeme Fragen. Die Badehose verkürzt die respektvolle Distanz zu dem einzigen Bonner Politiker, den man gleichermaßen gut von vorn und hinten erkennt. Wenn Sie die jetzige Regierung weiter wollen, dann müssen Sie die beiden an ihr beteiligten Parteien wählen. Wenn Sie diese Regierung nicht wollen, dann können Sie keine der beiden Parteien wählen. Ich glaube, das ist logisch. Sondern müssen die Opposition wählen. Macht aus der kleinen Opposition eine starke Mitbestimmungspartei. Das hämmert Scheel seinen Zuhörern in den abendlichen Diskussionen ein. Er will die Partei in nie gekannte Prozenthöhen führen. Auch und gerade, wenn er nach Währungs- und Ostpolitik gefragt wird, nach Mitbestimmung und Bildungsdilemma. Das Interesse der Zuhörer deckt sich mit den wichtigsten Programmpunkten der FDP. Der alte Bootsmann hat andere Sorgen. In den 3 Saisonmonaten muss es Geld hereinkommen für ein ganzes Jahr auf Helgoland. Er steuert den Besuch aus Bonn gleichmütig und für gleiche Gebühr wie jeden anderen Gast von der Flugplatzdüne zur Felseninsel. Auch hier, trotz fehlender Vorankündigung, Interesse, Neugier und Vertraulichkeit auf der Promenade. Aber kommen Sie doch eben mit. Nur ein kleines Drink. Ja, also wenn ich anfangen würde zu trinken, nicht wahr? Da, wo soll das hinführen? Ich sehe ja schon, nur wie gut klein, das schmeckt hier. Nur ein klein. Ja, wir müssen aber jetzt leider zum Rathaus gehen. Das ist doch nicht so gedenken. Überreiche Ihnen jetzt ein. Ja, das ist ja sehr gut. Damit Sie nachher, wenn die Sturmtage kommen, nicht wahr? Ja. Damit Sie geschützt sind. Ja, und vor allem nachher, damit die Blöße bedeckt werden. Das ist sehr gut. So. Die hat auch die Farben, die klassischen, nicht wahr? Ja, das ist ja, darf ich mich gleich mal im Spiegel... Ach, so ist gut, nicht? Du kannst etwas Kissen Eindruck machen. Guten Morgen. Morgen. Also jetzt gehen wir essen. Guck mal, alle mit seinem Mikro. Die Kurgäste haben ihre Abwechslung, die Inselmanager ihre Werbung und die Partei ihre Zuhörer. Hartnäckige Fragen bei der Jugend, stummes Informationsbedürfnis bei den Älteren. Und es ist eben durchaus doch möglich, dass die Politik der einzelnen Parteien von diesen Personen bestimmt ist. Folglich also auch, es durchaus möglich ist, diese Personen abzulehnen oder mit Sympathie zu belegen. Und das haben Sie doch hier offensichtlich... Ich bin ja ein friedlicher Mensch, ich belege alle mit Sympathien, zunächst mal, bis zum Beweis des Gegenteils. Alle mit Sympathie belegen, das ist Scheels Rezept. Nicht nur den Wähler, sondern in gewissen Grenzen sogar die beiden großen Parteien. Er verdammt nicht in Grund und Boden, mit wem er möglicherweise im Oktober eine Koalition eingehen will. Wettervorhersage und Wahlkampf stehen mitunter in gleich fehlbarer Abhängigkeit zueinander wie Meinungsforschung und Politik. Im Regen der Ostseeküste versickert die Aktion Badehose. Aber Scheels Optimismus bleibt davon unberührt. Er richtet sich in die kommenden Wochen. Wenigstens durch den Sonnenschirm der Eindruck gewahrt, es handelt sich um ein Seebad. Also, herzlichen Dank. Bitte schön. Herr Scheel, einmal abgesehen vom Regen heute, macht Ihnen der Wahlkampf Spaß? Ja, Wahlkampf macht mir auch gesprochen Spaß. Vor allen Dingen eine Wahltournee, wie wir sie ja jetzt wochenlang machen, weil ich mit allen Wählerkreisen in Berührung komme, in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen und bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten. Sagen Sie, viele Leute wollten von Ihnen wissen, welche Koalition die FDP einzugehen gedenkt nach der Wahl. Warum sagen Sie ihnen das nicht? Weil es unmöglich ist. Zunächst einmal, CDU und SPD bilden die jetzige Regierung
Und niemand dieser beiden Parteien hat bisher erklärt, dass sie diese Regierung nach der Wahl nicht fortsetzen wollen. Wenn sie sie nicht fortsetzen wollen, dann würde eine der beiden Parteien mit der FDP möglicherweise Fühlung nehmen. Aber erst dann kann die FDP Stellung nehmen. Die Distanz zu den beiden Partnern ist gleich groß. Wir haben keine Präferenz für die CDU oder für die SPD, sondern es würde uns nur gehen um ein vernünftiges und durchsetzbares Regierungsprogramm. Dazu gehört auch eine ausreichende, realistische Mehrheit im Bundestag. Wie viel Mehrheit brauchen Sie, wie viele Sitze mehr brauchen Sie, um mit einer anderen Partei in eine Regierung gehen zu können? Für ein erstklassiges Regierungsprogramm brauchen Sie keine großen Mehrheiten, sondern nur die notwendige, das ist eine einzige Stimme. Ich meine sogar, dass der Beweis erbracht ist, dass große Mehrheiten nicht unbedingt Qualität der Regierung bedeuten. Im Gegenteil, wenn man eine zu große Mehrheit hat, dann macht man es sich häufig zu leicht. Unter diesem Gesichtspunkt natürlich kommt keine Leistung zustande. Bei knappen Mehrheiten in einer Koalitionsregierung sind die Regierung bildenden Parteien gezwungen, Leistung zu zeigen, denn sie wollen wiedergewählt werden. Insoweit ist eine knappe Mehrheit geradezu ein Impuls für Regierungsleistung.